Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Exil. Übrigens, du bist am Tent vorbeigelaufen. Ah ne, du nimmst einen Umweg. Lol, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, und wer war jetzt schneller? Ich den Umweg oder du den anderen Weg? Ja, auf Umwegen erlebst du was, weißt du? Deswegen bin ich dir gefolgt. Du besoffen bist, erlebst du oder was? Ja, das stimmt. Was? Also, wenn wir der Meinung Nein. sind, okay. Ich mache einen Strom an. So. Wenn du mal immer so hören würdest, wäre das ja faszinierend, ey. Das wär ein Träumchen für dich, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Ein Träumchen, Vor allem, wenn ich mal Mann. die Schnauze Ey. halten würde. Ja, in diesem Haus waren wir noch gar nicht, ne? Oder? Nee. Also es kommt mir jetzt nicht Das so ist mein erstes bekannt. Mal. Du bist die erste, so gesehen, mit der ich hier eingestiegen bin. Okay, Jasmin, nicht so viel Licht machen und Wertsachen suchen, ne? Wir beklauen die Penne einfach. Okay, bin ganz leise. Okay. Oh mein Gott, das musst du dir angucken. Hier ist ein Bild von der Freiheitsstatue. Nee, Hier gar ist eine nicht. Sind nur ein paar Schublade. Türme. Nur ein paar Türme. Okay, was haben wir denn hier Cooles? Hier haben wir gar nichts. Belame die Bude. Hier liegt ein Wurde das Licht Briefwurm. angemacht? Ja. Also kommt drauf an, wo. Nee, da nicht. Ja, das Badezimmer sagt mir nicht so zu. Also ist sehr alt. Könnte mal renoviert werden. Aber die Fliesen sind sowas von 70er, 80er Jahre. Hey, hier gibt es Schublade, aber ich kann da nichts rausnehmen. Mit dieser beigen Badewanne. Ist ja kacke schon wieder. Weißt du, sowas Scheiße. mag ich nicht. Es tut mir leid, dass ich ständig mecker darüber, aber finde ich irgendwie bescheuert. Was, leere Schubladen? Nee, wenn du die aufmachen kannst, aber nichts rausnehmen kannst. Ich habe ihn getriggert, oder? Nee, das glaube ich nicht. Boah, oben ist auch noch richtig groß. Hä? Ich wurde hier eingesperrt. Ich kriege die Tür nicht auf. Willst du mich verarschen? Okay, ciao, Alter. Was war das? Keine Ahnung, ich bin ins Zimmer gegangen und er hat die Tür hinter mir zugeknallt. Gott, der mag dich auch nicht. Och, warum? Die haben irgendwie alle ein Problem mit dir mittlerweile. Hat sich rumgesprochen in der Wollte Geisterwelt. ich gerade sagen. Hat sich meine nervige Art rumgesprochen? Sieht so aus. Juhu! Unbeliebter Besuch! Hier ist ein Mensch, den ihr nicht leiden könnt. Hallöle! Wie seid ihr denn, meine Kleinen? Okay, das hört sich irgendwie falsch an. Ah, ich habe hier eine Schatulle, aber ich brauche einen Schlüssel. Bestimmt wird irgendwann mal eines Jahres ein Patch hinzugefügt, dass in den Kisten was drin ist. Das. Bist du das oben? Schallt das da durch? Leuchtet das da durch? Ja. Ist das Spiel noch nicht so, Perfekt, ich würde sagen nein. Also es hat Ausbaupotenzial, aber ich muss schon sagen, ich finde es, ich habe einen Schlüssel. Ich finde es so schon, ich habe ein Ouija-Brett, ich finde es so schon ziemlich geil gemacht. Ja, aber es gibt so viel mit diesen Kisten zum Beispiel. Oder hier liegt so viel rum, du kannst nicht eine Sache nehmen. Wenn du es wenigstens durchsuchen könntest. Und dann mit den Ausweisen, so, dann kannst du eine Schublade aufmachen, dir wird ein Hinweis gegeben, aber da ist nichts drin. Weil das Ja kann ich gut, ja das nicht mit den abschätzen. Schubladen aufmachen, da ist nichts drin, das finde ich noch in Ordnung. Weil du ja den Ausweis suchen sollst und dann sollst du ja auch die Möbel Ja, durchsuchen, ne? ich habe 5 und er hat hier gerade die Bilder verrückt. IMF5. Was mich so ein bisschen mehr nervt an der ganzen Geschichte ist, wenn du die... hier war der Raum. Wenn du... Ich bin Alter, was ist denn mit ihm, ey? habe jetzt den Faden verloren. Ist nicht schlimm, halt einfach die Sappel. Wo ist denn hier die Garage? Ist doch auch ein Licht. Da ist sie. Hä, da ist noch ein Raum? Hä? Ah. Ich finde es halt ein bisschen nerviger, dass man hier nicht alles aufmachen kann. Und dass halt die Kisten, du machst die auf, aber da ist nie was drinne.
Also es wäre halt schon cool, wenn du den Schlüssel schon suchen musst. Wenn man dann auch irgendwas kriegen würde in der Kiste. Ein Bonbon oder so. Nee, den nehme ich nicht mehr. Hast du es ausgemacht? Ich arbeite dran. Du bist ja... Hier war eben F5 eben. David Davis oder so? Der Name stimmt. Des Geistes ist David stimmt Davis. Der bestimmt hier die Tür eben aufgemacht, weil hier auf einmal denn alles losging. David Davis, bist du hier? Kannst du mit mir reden? Frag lieber, ob er mit dir reden will. Möchtest du mit mir reden? Nein. Das war ein klares Zeichen. Wir können doch Freunde sein. Ich bin auch ruhig, versprochen. Wenn du mit mir redest, bin ich ruhig. Wird doch eh nix. Sprich mit mir. Hier, die Tür. Ja, oben ist schon wieder Licht aus. Ja, der war hier an der Tür. Ich glaube, ich habe den Lieblingsraum. Ja, er war doch gerade hier. Kannst du mit mir reden? Ich will nicht mit dir reden, Mann. Provozieren nicht. David, sprich mit mir. Sprich? Kannst du mit mir reden? Alter, das macht mich irre. Lass uns eine Konversation führen. Dieses, ich bin da und dann bin ich... Hier, IMF5. Der ist hier die Ecke. David. Bist du sicher? Bist du hier bei mir? Okay, du, beweg die Tür. Du bist unten, ja? Na, gib mir ein Zeichen. Ja, ich bin unten. Okay, es ist weg. Oh Gott. Ey, du kommst und er haut ab. Also ich sag dir das, der kann den nicht ab, ey. David! Ich bin wieder da! Ja, und er ist weg. Hast du dich hier unten versteckt? Ich dachte, wir treffen uns oben. Hier, nimm mal den Bonbon von dem Tisch. Nee, ich nehme den Bonbon jetzt nicht. Warum nicht? Vielleicht später. Vielleicht kann der Plus. Wo liegt der denn, sonst, dass ich später Bescheid weiß? Tisch, habe ich gesagt. Entend. Ah, da. Okay, also ich habe auch keine Orbs oder ähnliches. Hast du den Ausweis schon? Ja, David Davis. Ach ja, stimmt. Oh. Das Geisterjagen macht mir gar nichts. Ich bin immer noch Cockpit im Kopf. So, was nehme ich denn? IMF haben wir ja schon. Kannst du mit mir reden? Nein. Antworte mir. Nein. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das anhört über diese blöde Box hier. David, hast du die Hosen voll? Antworte mir. Du hast gleich die Hose voll. Warte mal ab, ey. Kannst du mir antworten? Sieht aus, als wenn es genommen werden möchte. Kannst du mir antworten? Hier war ein Handy. Das da. Okay. Jasmin vielleicht recht gehabt. Kannst du mit mir reden? Antworte. Bist du hier? Wieso tut er, als ob er nicht David, da ist? In welchem Raum bist du? Kannst du mit mir sprechen? Der ist 9 Jahre alt. Ich guck mal, ob er sich unterm Bett Gib versteckt. Gib mir ein Zeichen. Möchtest du mit uns spielen? Kannst du mit uns reden? David, wir sind auch nette Fremde. Zu einem anderen Raum? Piep. Ich will das mal wissen, wie sich das hier anhört, wenn das Ding hier angeht. Ich will mal wissen, wo der ist. Wo bist du? Kannst du mit mir reden? Sage mal ja. Oder nein. Oder Patrick stinkt. Hallo. Kannst du was sagen? Weißt du Rede noch, mit mir. Weißt du noch, wo das Ouija-Brett war? Ich habe noch nicht mal eins gesehen. Scheiße. Dann war es oben. Du warst nicht oben, ne? Nee, war ja hier unten alles.
David, kannst du mit mir sprechen? Könnt schon, aber ich möchte die Aussage Kannst du verweigern. reden? Hallo. Was? Möchtest du spielen? Wo bist du? Wo bist du? David? Hallo. Wo bist du? Sag mir hallo. Ja. Hast du Angst? Er ist in der Küche. Bist du in der Küche? Ja, hat er mir gerade gesagt. Ja, hast du es Patrick gesagt? Hä? Wer ist Patrick? Wer spricht da? Oh ja. Bist du hier? Wo? Ah, kannst du mit mir reden? Sag mal ja. Wo habe ich oder jetzt die Kamera reingeschmissen? Oder no. Wie alt bist du? Bist du 9 Jahre? Nee, die Willst Box. Du spielen? Was ist doch scheiße? Ich will mal wissen, wieso. Okay, okay, okay. Oh! Okay, Box. Ist hier die Geisterdings? Da ist nämlich ein Gespenst am Anfang jetzt, statt ein Ausrufezeichen. Hast du die Geisterbox oder ein Diktiergerät? Das Diktiergerät. Oh cool, das hatten wir noch gar nicht. Und er antwortet drauf? Ja, warte. Wenn du gleich nochmal ruhig sein würdest. Das nicht. Und er zeigt auch an, dass das dann der Geist war. Weil sonst habe ich immer Ausrufezeichen. Und jetzt habe ich gleich am Anfang Geist in diesem Viereck. Warte. Yes. Er hat ja gesagt. Oder so. Da kommt nichts mehr. Aber am Anfang habe ich, glaube ich, gefragt, ob er hier ist, ne? Das ist alles so echt. Yes. Okay, also. Oh, heftig. Ich muss das nochmal ausprobieren. The kitchen it is. David, möchtest du mit uns reden? Möchtest du mit uns sprechen? Ich finde, du bedrängst oder das Kind sollen voll. Wir gehen? Egal. David, red mit mir über meine Geisterbox. Kannst du mit mir reden? Sprich mit mir. David, bist du noch da? Bist du hier? Habe ich den Laserprojektor gar nicht mitgenommen? David, bist du noch da? Oder bist du weg? Aber ist ja geil, jetzt habe ich das endlich mal gehört. Ah, ich bereite jetzt den Geisterraum vor. Hat ja auch ja gesagt, hast du gehört, ne? Ja. Naja, gesagt, also. Eher geflüstert, aber okay. Oh Gott. Ja, das war die Strafe. Netter Mensch. Ich habe vor Schreck den Strahler weggeschmissen. Oh Gott. Eieiei. Oh, mein Ohr juckt. So. Ah, der Strom ist aus. Ich mach mal einen Strom an, ne? Damit wir ein bisschen Licht haben. War gut, dass ich den Strahler mitgenommen habe. Ja, mal gut, ne? Okay. Jo, dann wollen wir dem Ganzen mal auf die Spur gehen. David ist also in der Küche. Ist nicht optimal aufgestellt. Warte mal, den hier. So, haben wir ein bisschen mehr Radius, ne? Mhm. Okay, warte, ich lege noch auf den Tisch das Buch. Schreib ins Buch. Und schreib da ins Buch? Nö. Schreib ins Buch, habe ich dir gesagt. Schreib da jetzt ins Buch? Warte, ich guck mal. Nee. Kann der überhaupt schreiben? Weiß ich nicht, der ist 9 Jahre. Du bist das. Ich wollte gerade sagen, da steht er. Ist, da, er ist aber hier, er hat am Tisch, hat er gerade die Dinger umgeschmissen hier. Die Schalen. David, kannst du ins Buch schreiben? Schreib ins Buch. Kannst du uns eine Notiz hinterlassen? Ja, oh, die mit ihren Diktiergeräten. Jetzt hat sie ja was gefunden. Oh David? Mein Gott. Alarmanlage ist an. David, warst du das mit der Alarmanlage? Kannst du mal vernünftig antworten, auch wenn du 9 bist? David, wo bist du? Bist du hier? Jetzt komm. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn dieser komische Gruselschmodder kommt. Ob man,
wenn man davon ein Foto macht, ob man sich das einbildet oder das auf dem Foto zu sehen ist. David, machst du die ganze Zeit das Licht aus? Handabdrücke hast du kontrolliert, ne? Ja. Machst du den Strahler die ganze Zeit aus? Bist du in der Küche, David? Hallo? Er meint, er ist in der Küche. Naja, kommt nichts mehr. Hier sehe ich nichts. Ich finde dieses Ding cool. Kann immer den. David, bist du jetzt in der Garage? Wo bist du? Bist du im Zimmer oder bist du in der Küche? Oder in der Garage, wo es sehr laut ist? Hier sind jetzt auch fast 13 Grad in der Küche. Warst du das mit dem Auto? David. Antwort. So, David, komm raus. Es ist Zeit zum Spielen. David. Vielleicht sagen wir seinen Namen falsch. David? Dave? Heißt Jochen? Du David oder Hubert? David? Wo bist du? Kannst du mir bitte sagen, wo du bist? Samuel? Bist du in der Küche? Stänkerst Harald? Du mit uns? Oh. Ist ja kacke, Mann. Herr Bert? Michael? Oh! Was? Warte mal. Hier, komm mal her, kurz. Komm das doch musst rein. Du dir immer. Das muss man sich immer anhören. Hör mal. Warte. Hunt Was you. Hat er zum. Hunt you? Ja. Auf Wiedersehen, da gehe ich nicht mehr rein. Ach komm. Wieso lässt er das jetzt weiterspielen? Das geht doch nur bis 15. Der weiß auch gar nicht, was er. Nee? Hier waren ein paar Tote. Gott, Alter, hab ich Geisterhaut. Also bist du durchsichtig? Ich habe ein Foto gemacht von den. Von der Rave-Party, die wir hier hatten. Hier war richtige Hausparty eben. Gänsehaut, wollte ich sagen. Geisterhaut. Krass, also ist ja cool. Wir haben das Diktiergerät, wir haben keine Orbs, wir haben keinen Dunst. Keine Fingerabdrücke, sagst du? Hab ich nicht gesehen, ne? David, magst du uns nicht? Sollen wir gehen? Oder soll nur Patrick gehen? Bist du schon wieder weg? Hast du den Wasserhahn angemacht? Ja, aber 5 Grad. Hallo? Oh, Temperatur fällt. Oh, David. Temperatur fällt. Rede weiter mit ihm. Sollen wir gehen? Glatte Null. David. Minustemperaturen. Oh. Sollen wir raus? Okay, wir gehen. Okay. Auf Wiedersehen. Hier Temperaturen. Wir kennen den Geist noch nicht. Oh, wieder ein neuer. Wieder ein neuer Geist. Okay, bezeuge eine Fußspur in einer Schicht Salz. Aber das war ja cool mit dem Diktiergerät. Das nehme ich jetzt immer mit. Bist du noch da? Ja. Oh. Achso, was hatten wir? Gefriertemperatur? Ja, also Fotos müssen wir eigentlich vom Geist nicht machen, aber. Also doch, also wenn der jagt, halt. Also ja oder nein? Ja, nein. Ja, wir müssen ein Foto machen. Und Salz. Ich nehme mal Salz mit. So. Okay, David. Nun zu deiner nächsten Prüfung. Laufe durch Salz. Was ist das? Ich müsste rein theoretisch ein Foto von David machen können, mein Kreuz ziehen
hätte damit eine Quest erfüllt. Kreuz, das nehme ich mal mit. Besser ist. David. Würdest du gern mit dem weiterquatschen? David, in der Küche ist Salz für dich. David! David! Lauf mal durch das Salz durch, vielleicht bitte. Vielleicht ist er noch zu klein, um durch Salz zu laufen. Das hat ihn noch keiner gezeigt. Hast du Angst vor Salz? Guck mal, lauf mal einfach durch. Genau, so wie ich das mache. Einfach durch. Salz ist unser Freund. David! Warst du das mit dem Telefon? Also David, das macht man doch nicht. Hä? Ich komme gerade. Ich habe nur Licht angemacht. Oh, David? Hier ist ein Schweizer Taschenmesser. Mai, oh mai. David, kannst du durch das Salz laufen? Das wäre sehr nett von dir. Da. David. David. Wie heißt er mit Nachnamen? Davis. David Davis. Warte, Foto. Oh, du mittendrin. Nice. David Davis, was machst du hier? Bist du das? Das sieht gut aus. Lässt du die Sachen schweben? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott, ich hab Angst. Hast du Angst? Was ist hier los? David, oh mein Gott. Lass das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gottes Penis. Ah. Oh. Wieder. David. Telefon. Oh, Telefon. Wo ist oben? Warte. Ich habe hier mal die Uhr geklingelt. Ich habe hier mal die Uhr geklingelt? Ja, das sind diese komischen Standuhren da. Die so bimmeln. Bimmeln. David, du alter Ganove. Daily News. Oh. Was hat das jetzt hier für einen Sinn, dass er das alles hier gehen kann? In den Daily News gibt es brandheiße Nachrichten. Also, boah. Wow. Ich habe den Bolschen gegessen. Ich höre, dass David hier irgendwo rumkrabbelt. Ekelhaftes Kind. Ekelhaftes Kind, sagt er. Oh, ich habe Muskelkater in den Beinen. Vom Sport. Nee, das Inventar ist leer. Okay. David, du alter Forzknoten, wo bist du? Furzknoten. Ich bin Furzknoten. Ich habe mein Licht ausgemacht von meinem Strahler, aber er ist trotzdem nicht durch Salz gelaufen, so ein ignoranter Boy. Musst du woanders hinpacken, das Salz. David, bist du in der Dunkelheit? Hast du das ganze Salz aufgebraucht? Bist du jetzt tot? Nee. Ich habe keinen Strom mehr. Mach doch an. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich halte das Kreuz aus reinen Selbstverteidigungszwecken. Nicht, weil ich Angst habe. Sondern weil ich ein Macher bin. Wie wir beide mit Kreuz rumlaufen. Weichei. Ja, wenn man weiß, dass das selber. Wenn man weiß, dass das was bringt. Er ist immer noch nicht durch Salz gelaufen. Ich habe nur noch ein Foto für David. Und das wäre am besten bei der Jagd. Hand. David, Hand. I will hunt you. I will destroy you. I will kill you, David. David, du bist ein toter Junge. Fakt. Das war nicht gelogen. Sag mir bitte, dass du AFK bist und nicht, dass du disconnect bist. Nee. Okay. David? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der kleine David? Wo ist denn der kleine David? David, wo bist du? Wo ist der kleine Mann? Hm? Ja, wo ist denn David, der kleine Mann? Zeig dich doch mal. Ach, wir müssen uns höchstwahrscheinlich trennen und dann kommt er raus.
David, kannst du dich mal zeigen? Ja, oben ist er. Oben gegen So Telefon. oben? Spielst du gerade mit dem Handy rum da oben? Kannst du mal runterkommen, bitte? Mittagessen ist fertig. Los jetzt, Armbrot. Oh Mann, Jasmin! Lass diese Schnalzgeräusche. War das nicht? Bist du sicher? Ich hab nicht geschnalzt. Oh. Hat mir das Dings da angehört. Voll macht mich an, ey. Oh mein Gott. Davor habe ich keine Angst. Sprach er, während er mit seinem Kruzifix umherläuft. David, bist du da? David? David, bist du hier? Ha! Ach, ich weiß es auch nicht, da vielleicht. Mein Gott, was ist denn mit diesem kleinen Hosenscheißer hier? Ja, David fuckt mich voll ab. David, los jetzt, komm, spiel mit mir hier. Komm, 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 wo Oh bist du, wo Mann, bist du? Jasmin, warum musst du Warum das? läufst du auch immer da lang, wo ich lang laufe, du Kannst du nicht Hans, Licht ey? anmachen, dass man sieht, wo du bist? Warum? Hier, das Reacher-Brett ist an. Ja, das war ich. Wie macht man das? Maustaste drauf. Und dann? Oder wolltest du damit spielen? Ich wollte ihn was fragen. Achso, dann einfach nur voll quatschen das Board. Ja, muss ich nichts drücken? V zum Sprechen. David, wo bist du? Ge. Ah. Garage. Löffel. Okay, David, Was willkommen. genau machen wir jetzt eigentlich? Warum wollen wir ihn jetzt eigentlich suchen? Ja, wir brauchen noch ein Foto bei der Jagd und wir wollen ihn mit Kreuz austreiben und dann müssen wir noch ein Exorzisten-Dings durchführen. So, David, dann sprich mal mit mir. Wo bist du denn? Versteckst du dich gerade Zeig oder? dich. Zeig dich mal. Komm Wir raus. wollen dich mal sehen. David, Wo hallo, bist bist du du? überhaupt hier oder bist du schon wieder weg? David, wo bist du hin? David. Bist du jetzt wirklich in der Garage? Oder bist du schon wieder weggelaufen? Das gibt Hausarrest, sag ich dir. Geh mal noch mal nach oben. Okay, David, ich bin hier. In meinem Revier. David, komm. David, kannst du dich zeigen? Das ist aber eine ziemlich ruhige Runde, ne? Der ist aber nicht sehr kommunikativ David, hier. kannst du dich zeigen? David, zeig dich. Haben wir ihn überhaupt schon gesehen? Nee. Nee, ne? David, wo bist du? Du bist nicht in der Garage. Was heißt ein Garagenhallway? Flur? Der Flur vor der Garage? Meint er den? Naja, meint die Warst du Garage. das Nee. gerade mit dem Auto? Nee, nee, ich bin gerade hier rausgegangen und dann ging's an. David, warst du das mit dem Auto? David, zeig dich doch jetzt mal. Zeig dich. Erscheine mal. Erscheine. Wie alt bist du? Erscheine. David, wie alt bist du? Erscheine. David, wie Erscheine. alt bist du? 9. David, du stinkst. Also was, ich treib den einfach seine dämonischen Dreckskadaver, den treibe ich hier aus der Drecksbude raus hier. David, möchtest du spielen?
David, möchtest du spielen? Ich höre was. Okay. Ich höre was. Ja, ich habe ihn auch gehört, aber ich sehe ihn nicht. Haustür ist auch offen. Ja. Aber wo ist er? David? Irgendwo heult er. David! Weine doch nicht, du Memme! Ich weiß nicht wo. Jetzt ist weg, ne? Er ist wieder bei der Garage. Mann, ey. Ja, David hat gefurzt. David, hast du gerade geweint? Bist du traurig, David? Erscheine. Wo bist du, David? Oh, oh. Erscheine. E. A. Living Room, oder? Nee, leave oder nicht? Nee, leave me. A. Leave me alone. Was? Lass mich alleine, oh, sagt er. Sollen wir dich in Ruhe lassen? Cool, ein Geist, der unser Mitgefühl will. Das hatten wir auch noch nicht. Ich lass dich aber nicht in Ruhe. Das hatten wir auch noch nicht. Ein Geist, der unser Mitgefühl will. Lass mich allein. Nein, ich bin traurig. Wo bist du? Mach ich ihn sauer, oder? Kann sein. Das wackelt hier bei mir voll. Bist du noch in der Garage? David, wo bist du? K-I-T Kitchen. Ja, er ist gerade hier. Er hat das Licht an, aus gemacht. Kannst du dich mal zeigen, David? Ich habe Gefriertemperaturen. Erschein mal. Du machst das gut. Er kommt gleich raus. David, erschein! Oh. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Hast du das Licht ausgemacht, David? Oh, oh. Oh, geil. Ist klar. Ist er oben? Er kommt da. Oben? Das ist aber kein 9-jähriger Junge. Oben bei dir, oder was? Das ist aber trotzdem kein 9-jähriger Junge gewesen. Wo ist er denn? Mein Kreuz ist kaputt. Oh. Ist die Tür noch zu? Oh, nee, dachte, ich hab sie nicht aufgekriegt. David! Das war kein 9, ich glaube, das sind mehrere Geister, ey. David! Es gibt immer nur einen. Das war aber kein 9-jähriger. Der ist gekrabbelt, war fett und alt. David? Du kleiner Krabbler? Kann ja wohl noch ein Opi und sowas aus dem Schumanner halten. Ja. David! David, David, ist er immer David noch nicht durch die Salz gelaufen? Nee. Nö. Hättest mal oben hingepackt, das Salz. Oder nicht alles aufgebraucht. Ja, wir haben ja gefragt, wo er ist, und er sagte Küche. Deswegen habe ich das hier hingeschmissen, alles. David. Oh nein. Kamera steht auf dem Kopf. Oh nein, David. Was war das? David? David, bist du das? David. Ist die Haustür zu? Nee. David. Strom ist wieder weg. Solange ich meine Lampe habe, ist in Ordnung. David! Komm raus, zeig dich, erscheine. David, wo bist du? Erscheine. Zeig dich. Spiel mit mir. Wie bist du nur gestorben, David? David. David, 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 David. Oh, oh.
David, David, David. Hat sich alles bewegt gerade da unten. Ja. David, 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 David. David. David, ich stehe hier voll in der Ecke und kann nicht weg. Hilfe! Aber wo steht denn das mit dem Kreuz? Nirgendwo, ich wollte das Foto haben. Deswegen wollte ich ihn provozieren. Aber das dauert viel zu lange, hier die ganze Folge. Ja. Also mein Kreuz ist Schrott, David? Ich glaube danach wäre ich tot, ey. David! Ich hab keinen Bock auf dich, da, die Linie ist unten. Echt jetzt? Yep. Bei nicht mal David! Eins. Deine Affinity ist bei 38 und er geht trotzdem nicht ab. David! Sag doch mal den ganzen Namen. David Davis. Mach doch mal zwischendurch das Kreuz weg. Ich esse den Bonbon. Nee, der Bonbon ist weg. Oh Gott, ich hab gar kein Kreuz hier. Ich hab die Kamera in der Hand. Genau, ich hab's gerade gesehen, Patrick. Ich gucke auf die Kamera, Alter. Hä, ich hab die Kamera die ganze Zeit in der Hand. Ich hab nur einmal aufs Kreuz geswitcht eben. Ja. David! Der will mich. David, bitte! Nicht mit dir. Was ist jetzt hier? Oh nein! Oh nein, David, ich hab Angst! Ich hab einen Kruzifix gehabt. Hat er dich versucht anzugreifen? Ja. Ist das verbrannt? Ja. Wieso ist denn das in der Küche so ein roter Strich hier? Nimm ein Foto von dem Geist im Jagdmodus auf. Wuhu! Ja, endlich hat's ja, funktioniert. Ja, das mit dem Salz wäre mal ganz toll gewesen. Hätten wir zwei Quests erledigt. Oh, ich hätte mal um den Tisch laufen sollen. Musst du jetzt noch das Ritual durchführen? Rein theoretisch schon, ja. Und wie sieht's in der Praxis aus? In der Praxis habe ich noch nicht mal einen Geist. Ich. Aber wir haben die Beweise. Genau, wir haben nämlich IMF. Reaktion Diktiergerät. Mhm. Und Gefriertemperatur hast du gesagt. Genau. Okay, warte, ich muss mal das Lexikon Aua. Durchblättern. Ah, mein Arsch. Oh, ich sah so komisch. Myling. Warte, auf Seite 473 habe ich was gelesen. Es könnte Myling sein. Ach, du bist ja ein richtiger Fuchs. Ich weiß. Mensch, das Kind hast du. Und dafür brauchen wir das Ritual von Astator schon wieder. Astator. Astator. Okay, ich muss erstmal meine Hände frei kriegen. Deine Sanity sind voll weit weg, ey. Unten, meine ich. Kamera brauche ich auch nicht. Ich hoffe, dafür gibt's Geld fürs Foto. Wie viel hab ich? Wie viel hast du? Okay, nimm du auch noch mal einmal Pillen. Wo ist denn der Geist? Ich sehe den gar nicht. Ach, da. Das Bild. Hässlich. Vom Geist, was du gemacht hast. Warte, 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 ich muss erstmal hin. Okay, das war die Rave Party. Jasmin im Wirbelwind. Jasmin im Wirbelwind in Pose. Schleim. Bei mir ist gar kein Geist zu sehen. Beim Foto vom Geist. Hä? Ich sehe Skelett. Was ist denn mit deinem Kreuz? Ist das kaputt? Ja. Tja, du meinst nämlich auch. Okay, also wir brauchen das Buch und das Astador. Wir brauchen drei Kerzen und eine Rune. Feuerzeug. Die Rune war welche? Kleine. Die Utala? Glaube ich. Ach, ich kann gar nichts mehr einstecken. Nee, der große. Nee, ich kann eh nichts mehr einstecken. Und die Farbe noch mitnehmen. Wie viele Kerzen brauchen wir? Drei insgesamt. Eine habe ich. Wolltest du das direkt vor der Haustür machen oder wollen wir nach oben gehen? Ja, nee, direkt vor der Haustür. Der ist ja anscheinend mehr in der Garage.
Es ist das Siegel des... Ja, oh, wird schon passen. So, ich denke, das ist richtig. Okay, warte, ich muss noch Sachen holen. Da noch. Okay, du hast den Stein und eine Kerze fehlt. Ja, ich höre ihn aber. Hä, ich denk, oh, dieser Typ, ey. Ich denk, du hast mal eine Kerze eingesteckt. Ja. Und du hast den Stein. Stehen. Was ist denn das hier? David Davis. Hallo? Wir können kein Ritual während einer Jagd durchführen. Das ist ja mal mega. Er kommt die Treppe runter. Ich würde dir gerne helfen, ja. Aber ich komme nicht rein. Und ich laufe um den Tisch so gut ich kann. Er hat mich, nein! Ich glaube, da habe ich ihn zu lange geärgert. Verpiss mich. Da. Jetzt hast du die Quittung gekriegt, Alter. Da habe ich ihn. Ja, da war ich zu. Oh, ich sehe dich da liegen. Da war ich ein bisschen zu frech. Durch die Kamera bis zum Zelt? Ja, na sicher. Hier vorne am Küchentisch liegt das Buch fürs Ritual. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ich gehe da nicht rein. Es ist gleich, genau, wenn einer seine Sachen verliert hier. Ist ganz hinten am Vorhang. Oh, ich muss so viel neu kaufen. Ja, tot ist tot. So, hast du eingetragen da dein Geist? Ja. Wusstest du übrigens, dass der Geist schneller läuft als du? Ja, habe ich vorhin mitgekriegt, wo die Alte mir hinterher ist. Nee, ich dachte, ich konnte ja den einen dicken Geist an dem Sofa und dem Tisch immer so outplayen, indem ich im Kreis gelaufen bin. Das hat hier nicht funktioniert. Geister im Exil. Hm, leider nicht geschafft. Was war da denn los? Unglaublich, was war da denn los? Oh, jetzt muss ich so viel neu kaufen. Ja, Leute, merkt euch das. Wenn ihr Geister provoziert, kann der Spaß auch nach hinten losgehen. Freunde, ich hab gesagt, ich höre ihn. Und du gehst einfach rein, ey. Ja, ich dachte halt so, ach, wenn er kommt, wir laufen um den Tisch, das hat schon mal funktioniert. Aber irgendwie diesmal nicht. Nee, die hat wohl nicht so gefunkst. Nee, das fand er voll doof. Er dachte sich so, du hast mich die ganze Zeit geärgert, jetzt kriegst du die Packung, ey. Ja, der hat auch nicht locker gelassen, ne? Der war ganz schön hartnäckig. So, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schaltet das nächste Mal sehr gern wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jasmin sich auch. Wenn ihr auch ein Like da lässt, wäre natürlich Bombe. Bisschen Liebe. Ja. So. Love, peace and harmony.